Problem ist einfach nur in den Studiengang reinzukommen. Alles danach ziehe ich durch. Ja, ich euch auch, Leute. Ihr seid toll. Meine Community ist toll. Ja, weiter nach unten. Okay, das ist gut zu wissen. Danke dir. Ja, Akani basiert ja auf einer Legende. Auf einer legendären Legende. So, der Sandsturm beginnt so langsam mich abzufacken. So, wechseln wir mal auf Kabinari. Warum sehe ich die Hälfte vom Chat nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe den Chat natürlich ein bisschen abgehackt in meinem Bild, aber das meinst du, glaube ich, nicht. Kriegen würdest du mal mit Saiyo Pokémon, wenn Pokémon und Hydrafin einen Forgetter machen? Und irgendeiner Pokémon-ED? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob Hydrafin auf mich Bock hat. Ich weiß gar nicht, ob sie mich überhaupt kennt oder ob die mich überhaupt leiden kann. Ich kenne sie natürlich durch Fokker. Da wird man natürlich immer mal so einen Blick drauf, ob in die Abo-Boxen und so weiter und so fort, aber das war's auch schon. Keiner hat so tolle Community wie Basinio. Ja, Basi ist natürlich der Herzensbrecher. Herzensbrecher. Mega Tentoxa? Nein, muss nicht sein. Bronzor. Ja, da können wir nochmal die neuen Kräfte von mitten ausprobieren. Akani sollte echt ein Legi werden. Holzner, wo ist deine Quelle? Ich möchte eine Quelle. Ossi, kannst du mir nochmal erklären, was Splitty ist? Ich habe es im Chat leider nicht gesehen. Mantle, welcome back, dude. Buzzy ist voll Fame. Buzzy ist überall bekannt. Er ist der größte Troll im Land. Vogel Uranium sagt mir was. Irgendwas sagt mir das. Die zwei süßesten Pokémon-Let's Play auf Erden. Ja, ich weiß. Ich würde natürlich auch gerne mal was mit Sui machen. Ist kein Problem. Wäre schon echt sehr episch. Weil ich habe so gemerkt, in der Arena-Leiterburg, in dem Part, wir hatten eine gute Chemie. Am Anfang natürlich ein bisschen akklimatisieren und so, aber sonst war das schon echt gut. Mega Machomai. Mega Machomai wäre geil. Muss sein. Du willst eine Quelle, Saskia? Nein, nicht die Saskia-Quelle. Matthias, was guckst du denn, dass da die ganze Werbung ist? Könnte sein, dass es türkisches TV ist. Ey, Leute, ohne Scheiß. Gestern, ich gehe ganz kurz ins Wohnzimmer zu meiner Mutter rein und die schaut sich irgendwas an, ne? Irgendwas türkisches. Sendung fängt an? 5 Minuten! Das war so eine Gewinnsendung. Der Moderator kommt rein. Hallo, hallo, Leute. Werbung! Ich war geschockt. Ich so, Moment mal, nett. Die Sendung läuft seit nicht mal 2 Minuten. Und ich schalte Werbung. Ich denke, vielleicht ist es eine 30 Sekunden Werbung. Ne? Ich warte also 2 Minuten. Werbung ist immer noch nicht zu Ende. 5 Minuten Werbung. Und die Sendung läuft erst seit 2 Minuten. Ich so, what is this? Ich war geschockt. Aber richtig. Mega Luxra wäre episch. Also Luxra ist eins der Pokémon, das eine Mega-Entwicklung verdient hat. So, und Eisdali kommt natürlich jetzt nicht gegen Durant an. Dann müssen wir wieder Hakan als Death Order reinschicken. Alles klar, Salda Diablo. Ich kenne nicht It's Mad TV. Nee. Die Quelle, es gab so eine Kachel, die legende Pokémon zeigte. Darauf war Akani und die drei Vögel. Außerdem schauen wir mal auf eine erste Edition Pokémon TCG Cup. Ich schaue mir die mal an. So, und Ozzy, hast du jetzt eigentlich hier irgendwas gepostet? Mit Streety habe ich immer noch nicht gesehen. Du darfst es gerne des Öfteren posten, damit du weißt. Werbungception, ja, ist echt so. Shieldon. Sakra. Mega-Entwicklung ist eine Weiterentwicklung. Also es ist eine Weiterentwicklung von gewissen Pokémon, die einen gewissen Megastein braucht. Und die nur wegen eines Kampfes funktioniert. Okay, kennst du das? Jemand schreibt eine WhatsApp-Message, er sieht es und schreibt nicht. Ja, das kenne ich. Aber kann ja immer was sein. Dass da irgendwas ist, man weiß ja nicht. Ah, Buzzy hat wieder diesen komischen Glibber-Glap-Smiley. Originaler Circa-Smiley ist das. Glibber-Glap-LP.
Alles klar, hi TX. Tschüss. Pink Army. Wow, also die Hälfte des Chats ist gerade pink. Außer Nightbot. Nightbot muss natürlich die Combo brechen. Combo Breaker. Wüste ist lang, sehe ich gerade. Streetworker. Eher nicht so. Ich habe mir halt wie gesagt gedacht, dass ich irgendwie irgendein 440 Euro Job mache. Mal schauen. Habe ich jetzt glaube ich auch irgendwo bei dem. Ich habe vor, mich irgendwo bei einem GameStop für ein Jahr dann einschreiben zu lassen, wenn die noch Bedarf haben. Ich frage einfach mal. Mal schauen. Der Command Hex funktioniert nicht, doch der funktioniert. Nur ich kann ihn halt machen. Ha! Oder halt ein Mod. Hexe Scheiße! Regi, du hast das Ding sterben lassen. Es tut mir leid, Zoschke. Es tut mir leid. Golden Sui, hallo! Anurit, ja, bleib mir drin. Kannst du meinen auf Breaker machen, please? Nein, nicht jetzt. Spät, wenn es angebracht ist. Aber nicht jetzt. So, Bubbly muss doch K.O. Hat er gerade Double Protect gemacht, du Schweinepriester. Und du nennst mich Spitzkopf? Kaminari, let's go! Wie kann man den Namen rosa machen? Da musst du mal den Buzzy fragen, der erklärt dir das gerne. Ja, aber ich hätte ehrlich gesagt kein Problem mit. Endlich mal jemand, der den Laden aufmischt. Irgendwie siehst du aus wie Echo Fresh. Nein, ich sehe nicht aus wie Echo Fresh, sag ich dir. Wow, ich sehe definitiv nicht aus wie Echo Fresh. Toshi, was ist los? Notice me, Senpai. Schweinepriester. Ja, das sagt mein Vater immer. Du kannst mal erklären, wie man seine Schriftfarbe ändert. Tanz Schwamm, Schwamm, tanz den Schwamm. Mach dein Hüftgelenk kaputt und tanz den Schwamm. Du nimmst dein linkes Bein und klemmst es hinter das Ohr. Ja, da kommt das linke dran. Und so tanzt man den Schwamm. Tanzt den Schwamm, Schwamm, tanzt den Schwamm. Mach dein Hüftgelenk kaputt und tanzt den Schwamm. Oh, was ein Solo. Das war doch mal ein gutes Solo. Oder? Da, wenn ihr auf das rote Quadrat klickt, wird euer Name rot. Sehr gute Erklärung, Salva. Daumen hoch. It's a crit, ja, das ist eine gute Idee. XYZ, Matrix XYZ, das wäre eine gute Idee. Ja, wie gesagt, Leon, wir haben überall einen Klon unsererseits auf der Welt. Ja, ich mag Vines. Ich mag die 7 Sekunden Vines. Sie sind halt sehr edel. Zwischendurch sind die immer wieder mega lustig. Wie findest du RNG Plays Pokémon? Was? Keine Ahnung, wer ist das? Oder was ist das? Ich habe keine Ahnung, wie lange der Stream noch geht, Golden Sui. Mal schauen. So, ansonsten mal wieder für alle, die neu im Stream sind. Ihr könnt euch ja gerne mal das hier. Das wäre, glaube ich, gerade gemacht. Das ist gerade ein Umfeld, was für drei meiner Pokémon nicht geeignet ist. Das ist irgendwie voll lächerlich. Nee, Double D, das reicht erstmal, aber danke. Geh da die Treppe hoch und du wirst dich freuen. Oh, das klingt nicht gut. Ah, Georock. Und jetzt habe ich auch noch einen Missklick gemacht. Fuck. Und das ist ein totes Midna. Oder? Nee, Midna überlebt. Ah, cool. Muss raus, das sagt er. Ja, es gibt. Ich finde Vines. Can you read this? This guy is loco. Yes, I just read it. Was? Würdest du für 500 Euro deinen Channel an jemanden Fremden verkaufen? Nein.
Würde ich nicht, weil 500 Euro einfach nicht wert sind. Ich muss natürlich so denken. Wenn es 1 Million Euro wären, dann würde ich wirklich den Channel verkaufen. Ich meine, da hätte ich für mein Leben ausgesorgt. Ich würde vorher noch ein Video machen von wegen, Leute, ich habe einen neuen Kanal, bitte hier rüber wechseln. Diejenigen, die da gucken wollen, könnten da natürlich rüberkommen, aber den Kanal würde ich dann verkaufen, bin ich ganz ehrlich. Für 1 Million, da hast du halt dein Leben ausgesorgt. Mehr oder weniger. Okay, nicht komplett ausgesorgt, aber du hast zum Beispiel ein Fundament, auf dem du aufbauen kannst. Und da würde ich ganz ehrlich, realistisch betrachtet, ich würde definitiv auf dieses Angebot eingehen. Da bin ich jetzt gnadenlos ehrlich. Ich meine, wer wird das nicht? Eid Mubarak, Los Ebikos. Alles klar, der Kasten. War ein kurzer Auftritt deinerseits hier, du Libiskus. Hey, wie würdest du dir noch ein Gift-Pokémon für dein Team fangen, für mich? Weiß nicht. Ich schaue einfach mal, was es da noch für... Ja genau, finanzielle Sicherheit. Demi spricht's an. Aerotech 60, das kannst du gerne machen. Hallo Janis! Janis ist auch da. Und Janis, weißt du was? Moment. Jetzt, wo du da bist, muss ich dir was zeigen. Guck mal. Kommt dir dieses Pokémon bekannt vor? Ja, ich habe das auch so angegeben, Spimheld. Also ist schon in Ordnung. So, und da unten ist... Oh. Boah, ich sehe da gar nichts. Was ist das denn? Richtiger Maulwurf bin ich. Würdest du ganz YouTube für immer aufgeben für einen unbestimmten Geldbetrag? Ach, ja, wie gesagt, für 1 Million Euro würde ich das wirklich machen. Da muss ich einfach ehrlich sein. Und ganz ehrlich, wer wird das nicht machen? Außer ein Hobby mit seinem Hobby einfach mal für sein Leben lang ausgesagt. Da müsst ihr zustimmen, das wäre einfach so. Nein, das war nicht geangelt, Janis. Keine Randomizer. Ach, Philipp. Das ist doch von... Ach, ja. Häuser, ich gehe da noch hoch. Keine Sorge, ich will erstmal gegen die ganzen Gegner hier kämpfen. Ja eben, gibt ja noch Twitch-Demi. Doch, Hannes, 1 Million ist genug. Da würde ich mich irgendwo in die Türkei... Ganz ehrlich, mit 1 Million Euro kannst du in der Türkei wie der König der Welt leben. Und du kannst es anbauen und du kannst dann noch andere Sachen... Regisseur immer geil. Geiler Nick. Und du kannst... Weiß ich nicht. Weil heutzutage mit 1 Million Euro kommst du eigentlich auch nicht über die Runden. Also nicht dein ganzes Leben lang. Aber du kannst da bestimmt was mit anfangen. Hast du das Spiel Yu-Gi-Oh! Millennium Duel gespielt? Nein. Also, ich hab's auch nicht. Ja, aber du musst mal denken, wenn du bei WoW Millionär wirst, dann musst du auch noch ein bisschen davon versteuern. Und ich glaube, letztendlich sind es da keine Millionen mehr. Ich weiß gar nicht... Moment. Wenn ich jetzt bei WoW Millionär gewinnen würde, 1 Million, wie viel von diesen Millionen müsste man jetzt versteuern? Weiß das einer von euch? Ich meine, am Ende hat man auch davon, wie gesagt, nichts. Ja, wer will schon in Köln leben, jetzt mal ehrlich. Ich würde nie freiwillig in Köln leben, auch nicht in Düsseldorf. Viel zu teuer, ey Leute, wirklich. Also freiwillig würde ich hier mal nicht leben. Ganz ehrlich. Ja, Regis ist halt immer geil. Ich habe deinen Namen schon gesehen. Und sogar gelobt. This guy is loco. Hola. Hola, chica hombre. So, anscheinend haben wir alles gemacht. Wie gesagt, jemand hat gesagt, oder der Häuser hat gesagt, ich soll da hoch. Oh, da oben ist was. Ist das Cut? Könnte das Cut sein? Ist das Cut? Google Glasses! Okay, was ist das? Google Glasses. Das ist, sind die Brillen da. Was kann ich mit denen machen? Let's you see pass in nasty weather. Oh, das ist ja mal episch! Cool! Dass man die auch so aktiv benutzen kann. Ich glaube, man hätte dann 600.000 für sich. Okay. Immer noch nicht viel. Wenn man die 1-Million-Show gewinnt, verliert man ca. 1/4 vom Geld wegen den Steuern. Boah. Seht ihr, da seid ihr gar nicht Millionär. Pseudo-Millionär seid ihr. Ist ja gar nichts. Fast die Hälfte geht weg. Ey, was ist das denn? Team YOLO Swag? Oh mein Gott.